Ja, die Reha ist recht gut verlaufen. Also ich musste operieren. Ich hatte eine Platte und 6 Schrauben in der Hand. Ich musste 6 Wochen pausieren. Und ja, mit Ergotherapie und so weiter ist es dann wieder vorwärts gegangen. Und jetzt mittlerweile darf ich sogar schon wieder schwingen. Ja. Ja, zuerst mal in Kontakt gekommen, das war so irgendwann in den frühen 2000er Jahren, wo ich mal ein Nachwuchstraining hier oben hatte. Und dann so richtig in Kontakt gekommen bin ich 2008, als ich hier die RS machen konnte. Und ja, seit 2009 arbeite ich hier oben. Und das Paspo bedeutet mir sehr viel. Es ist ein sehr schöner Arbeitsplatz, es ist eine coole Arbeitsatmosphäre und es bietet eigentlich alles, was das Sportlerherz hier begehrt. Das Paspo ist das Sportzentrum hier in der Schweiz. Es bietet alles, was man braucht für ein gutes Training. Es ist wunderbar schön gelegen hier in Macklingen. Es ist ein Ausflugsziel für viele Leute aus der Region. Man kann wandern, man kann Sport treiben auf den Waldwegen, auf den Wanderwegen etc. Es ist wirklich das Nonplusultra für Sportbegeisterung.